Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade hier auf dem Channel von die beiden, wo ich unter anderem mitwirke. Wer es vielleicht noch nicht weiß. Und der gute René hat mir doch bitte hat sich gewünscht, dass ich auf den Malle-Vlog von ihr drauf reagiere, weil ich da wohl auch eine große Rolle spiele bei. Das Video geht 21 Minuten und das Ganze werden wir uns jetzt einfach mal angucken. Und genau mit Facecam. Ich bin mal gespannt, was da so abgeht. Ich habe noch nichts weiter geguckt, aber Kollege schrieb wohl von mir irgendwie, dass der Kork, also so werde ich auch öfter mal genannt in unserer Gruppe und spiele da wohl auch eine größere Rolle. Ich bin mal gespannt, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Würde ich mal sagen, deswegen, let's do it. Gucken wir mal. Bin gespannt. Nur ein XL-Vlog, kein XXL-Vlog. Über den Wolken. Bin auch noch nie geflogen. Irgendwann wird es mal soweit sein, denke ich mal. Mal jetzt schon geiler Vlog. Ich meine, wer macht bitte wer die Möglichkeit, einfach so einen geilen Vlog zu machen, ja? So. Im Ausland und irgendwie beneide ich ein bisschen drum, aber finde ich ganz cool. Dass ich die Möglichkeit habe. Okay, jetzt können wir es lauter machen. Was machen wir jetzt? Irgendwelche Weiber anquatschen. Hä? Die alte will ich doch schon kaputt reiten. Das ist der Mega-Power. Ey, wollen wir Minigolf? Wollen wir Minigolf spielen? Soll ich jetzt irgendeinen dummen Kommentar raushauen oder nicht? Ja, mach mal. Oh, jetzt bei denen oder hier jetzt? Allgemein. Oh, ich spreche Deutsch. Ja, also Mallorca, ne? Also da sprechen so viele Leute am Ballermann Deutsch oder generell Deutsch. Das ist einfach krass eigentlich, wenn man überlegt, oder? Liegt ja in Spanien und keine Ahnung. Ach, du brauchst Kippen, ne? Ja. Bier, Junge, Bier? Nee, du, wir brauchen Kippen. Ja, Zigarette? Ja? Wumme? Halt's auf, ey, also perfekt. Dankeschön. Danke dir. Ciao. Geile Leute. Schöne Bilder gemacht. Die werden eigentlich perfekt, oder? Will ich besorgen. Wie spät ist es? Hä? Hä? Moment mal. Ist wohl, ich. Will ich besorgen. Warum fährt da ein Trecker rum? Wie spät ist es? Ach, der macht den Sand oder was? 1:46 Uhr. Das ist ja auch wieder, die spielen Fußball mit Akura. Guck das an. Die genießen ihr Leben, kann man nicht anders sagen. Da sagst du nichts. Er ist qualifiziert, glaube ich. Ja, 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 ja. Ah, passt. Ich bin erst was dagegen gelaufen. Was ist mit, ey? Wanda, was hast du gerade geworben? Ich hab's gerade geworben. Das ist die Weiße da, ne? Die ist halt gespannt. Echt, ja? Was machen wir denn da jetzt? Ansprechen, komm. Bah, was ist denn das für ein Vieh, Alter? Was ist denn das? Wie spät ist es? Keine Ahnung, halb acht, halb neun. Zeig mal die Uhrzeit. Warum so früh? Was? Wir gehen jetzt essen. Herr Schleier, wo sind wir? Mitten im LRNL. Im Azul. Warum? Weil wir jetzt im Auto latschen von Henning Eppmeier. Das war dein Auftrag. Auch habe ich die jetzt oben wieder liegen lassen? Wahrscheinlich. Die Kühltasche? Oh nein. Was? Ich stand ja so ein bisschen im Kontakt immer und wir schreiben natürlich, ich bin ja auch mit in eine Gruppe. Und das war aber dieser große Markt, den er mir, wo er mir gesagt hat, das ist ein großer Supermarkt gewesen, eine Kaufhalle. Ach, da bin ich ja sogar. Da bin ich ja sogar. Ja, perfekt, die Nummer ist eingeblendet. Kannst du hier getrennt?
Ich denke nicht. Da bin ich, glaube ich, auch nicht dran gegangen, ne? Da lag mein Handy gerade irgendwie hinten. Ja, hab ich gerade gearbeitet. Ja, den Pulli! Den Pulli, Leute, den Pulli. Das werde ich aufnehmen, wie ich diesen Pulli bekomme. Ob ich nur hier so ein Shorts mache oder so. Leute, der Pulli. Der Squid Game Pulli, Alter. Der Squid Game Pulli. Wer von euch hat Squid Game geguckt? Hammer geile Serie. Pulli haben. Der ist reduziert auf 7 Euro. 7 Euro? Man spart, wo man kann. Guckt euch den mal an. 7 Euro. Der Kork meinte die Größe, ne? M. Ist effektiv nur zwei Größen, das ist beides M. Ja, aber wir müssen den Kork anrufen. Er wollte XXXL haben. Und das funktioniert nicht. Wie stellst du dir das vor? Ich hoffe, der passt, aber ich bin ja schmal. Ich müsste auch eigentlich in eine M reinpassen. Theoretisch passt der da rein, oder? Also, nee, der Kork passt nicht. Also, ich bin jetzt nicht ultra fett. Ich bin mal gespannt. Also, 7 Euro Pullis, wird Game. Den M. Das ist nicht M, Alter. Guck mal, das sieht aus wie L. Das sieht aus wie XXL. Ich wollte gerade sagen, also du hast mir gesagt, der Pullover fällt etwas größer aus. Und jetzt, wo ich ja gerade mal so sehe, Junge, das ist eine XXXL oder was? Also der ist auf jeden Fall schon groß. Ja, aber den Cocktail mitnehmen ist... Ein halbes Bettlaken. Kannst du halt schlecht zurückbringen. 7 Euro, da kannst du nicht meckern, oder? Hättest du da auch genommen, oder? 7 Euro. Wenn ich muss das zurück nach Malle fliegen. Du bist sicher, ich fliege zurück nach Malle, um den Rücken zurückzubringen. Der wird nicht rangehen, obwohl er frei hat. Der schläft noch. Ich bin am Arbeiten gewesen, oder habe ich da geschlafen? Bringe ich gerade irgendwelche Sachen durcheinander? Das ist neben der M, Alter. Kannst du mir erzählen, was du willst? Warte, wie spät hatten wir es da? Wir rufen den Kork an. 10.22 Uhr? Das ist doch neben der M, Alter. Kannst du mir erzählen, was du willst? Nehmen wir jetzt, oder was? Mann, das ist doch nicht M. Junge, das ist ein Kleid, das ist ein Nachthemd. Ja, das sieht aus wie L, aber... Das sieht einfach aus wie XXXL. Das ist halt, wenn du es wäschst, ne, dann wird es halt nochmal eingehen. Dann darf er es halt nicht waschen. Genau. Cool, aber diese Puppe, die ist doch schon alleine cool, oder? Wer bis hierhin. Junge, das ist keine M. Ey, das ist Oversize, aber mega. Der Kork will diesen Pulli tragen. Solange es der Kork auch nicht, ne? War eigentlich auf der Rückseite irgendwas von dem Pulli? Das würde mich mal interessieren. Warum wirkt die Dame gerade so komisch verzerrt? Übel lange Beine und irgendwie... Junge, warum sieht das so komisch aus? Schildkröten gekauft. Da hatten die auch voll viele Pokémon-Sachen. Was sagst du zum Geruch, wenn du rausgehst? Ja. Snacks für den Hund und Snacks für die Katzen. Und die Schildkröte. Die Preise gehen aber mal, wenn man mal so guckt, teilweise 99 Cent, 1 Euro, das ist in Ordnung, ne, für ein Energy. Also mal ist nicht unbedingt viel teurer als wir. Hier steht, alle Flaschendosen müssen ein Plastikbeutel sein, der Plastikbeutel muss verschlüsselt sein, jede Person darf nur einen Beutel mitnehmen. Also das ist Handgepäck. Aber wir werden follow me on Instagram. Hier. Soll ich echt einblenden oder was? Ja, na klar. Conny Malta ist Malzbier. Das Bier? Ja, da ist Hefe drauf. Also das ist auch Bier oder was? Das ist Conny Malta. Ist der nächste, das ist. Conny Malta, was denn? Ich bin voller Scheiße. Nicht, dass wir gleich Zuckersteuer vorne zahlen müssen. Guck diesen Fanta gar nicht. Ey, die hat einen Nutri-Score da drauf stehen, ne? Da gucke ich immer drauf, das ist ja? Das ist kompletter Gang nur für Fanta. Ja. Kommt der jetzt Cola daher? Conny Malta ist Malzbier. Warten Sie. Das ist Bier? Ja, da ist Hefe drauf. Aber das ist auch Bier oder was? Das ist Conny Malta. Warten Sie den Nutri-Score. Das ist schon voller Scheiße. Cola! Nutri-Score? Von D. Nee, A, B, C, D, E. E, wer hat das gedacht? Cola ist scheiße ungesund. Ich würde echt Zuckersteuer vorne zahlen müssen. Guck diesen Fanta-Gang an. Der Lauterbach meinte, die Zuckersteuer soll aber noch teurer werden. Ob ich irgendwie aktuell. Das ist echt so, das ist kompletter Gang nur für Fanta. Ja. Kommt der jetzt Cola daher? Die hab ich da eben reingetan. Das ist mal wieder Cola.
Das hier ist Toast ohne Rand von Bimbo, dem Bären. Bimbo. Bimbo. XD. XD, lol. Der Bock. Toast ohne Rand. Das ist ein Meme, Leute. Ahorro heißt irgendwie Sparpaket. Und das, dieses Wort alleine, das ist einfach so scheiße. Das ist einfach ein Meme in dieser Gruppe gewesen. Wow, ist das okay. Und? Wie ist es? Okay. Ich finde das echt gar nicht mehr so schlecht, bin ehrlich. Das funktioniert nicht. Wolltest du dir nicht eigentlich bunt in die Haare machen? Entschuldigung? Wolltest du dir nicht noch was Buntes in die Haare machen? Blond, aber... Hier, wie so ein Fisch weglegen. Bah! Ah! Ah! Solche Altträume kriegen, was ist das denn für eine ekelhafte Scheiße? Hier, so ein Fisch weg. Ich meine, gut, das sind Fische, aber. Wie der aussieht, Alter. Oh, wer isst denn sowas? Wer isst denn sowas? Ich mag sowas nicht so gerne. Junge, Alter. Und der verfolgt dich in deinen Albträumen. Sind das rum in Afrika, glaube ich. Ich mein Cockpit aus. Nein! Nein, jetzt kommt's, Alter. Jetzt kommst du. Also René hat extra Bilder für mich ausgedruckt und die werden jetzt überall verteilt. Und er ist schon das erste von mir. Bilder vom Cock werden auf der Insel platziert sein. Die werden in 10 Jahren immer noch, ich sag's euch. Guck mal, die sind am Ende der Insel und mein Gesicht hängt da einfach jetzt. Das erste Bild vom Kork. Wahrscheinlich hängt das da immer noch jetzt. Ich frag mich ja, was denken sich die Leute, die dieses Bild sehen? Was wird... Das ist unfassbar unbeschreiblich. So, ist jetzt bitte die nächsten Korkbilder raus. Vor allem diese Dame, die am Lächeln ist, da vorne drauf, so, ne? Und dann der Inhalt bin ich, das sozusagen. Gesichtsmasken wegpacken. Das ist übrigens für den Kork. Ein Squid Game Pulli Größe M, das Alter, der Pullover, der ist so geil. Der ist so geil, ja? Oh, hier vorne ein Skoda. Jo! Wo hat er denn? Ja. Hier, oder? Ah, der Kork. No, der Weihnachtskork. Wo hat er denn immer die Bilder her, du? Der Emo-Kork. Der Emo-Kork. Alter, wo hat er denn das Bild her? Alter, wo hat er denn das Bild her? Alle Gurken. Der Gurkenkork. Boah, wer ist das eigentlich? Kork und Dominik im Auto vom Hirschen. Ah, die hat man schon mal. Ja, ich würde jetzt sagen... Ja, aber ich sehe auch immer anders aus. Junge, Alter, dieses Entzündungsaugen-Ding-Bild, das ist... Ja, was ist das hier nicht, oder? Oder den Weihnachtscore? Das ist schon ein Player, oder? Das ist schon cool. Wir nehmen die beiden mit und fort entscheiden wir nochmal zwischen den beiden. Warum hab ich nicht so coole Bilder von mir? Perfekt. Das sieht ja genauso, ne? Ja, bin ich ehrlich. Ihr müsst euch das mal geben. Achso, ihr müsst euch das mal geben. Die fahren hier mit so einem Shuttlebus. Am Arsch der Welt hätte ich schon beinahe gesagt, auf Malle irgendwo am weiß ich nicht wo und hängen Bilder von mir auf. Nimm das auf, dokumentieren das, ich guck das an. Und anstatt irgendwas Sinnvolles zu machen, irgendwie ein bisschen am Strand liegen, hängen die einfach Bilder von mir auf. Ich meine, wie cool ist das? Da würde ich aber auch gerne mitfahren. Ist auch schon ein echt geiler Ausblick, oder? Das ist der nördlichste Punkt, meinst du, ne? Ja. Hammer, das ist echt Hammer. Ich wusste gar nicht, dass da so viele Ziegen leben. Perfekt. Was hast du gemacht? Ich habe den Kork mit dem Gold fotografiert. Wir werden jetzt mit diesen beiden Korkbildern, dem Weihnachtskork und dem Flusskork, den Flusskork zum Gold gehen.
Der Ostseekork. Den Flusskorb, wie als wäre ich irgendein Gegenstand. Zeig ihm die Bilder. Wie wird er drauf reagieren? Aber das reicht. Muss ich auch denken, Alter, was wollt ihr von mir? Wer ist dieser Typ? Nein, du kannst das jetzt nicht machen. Wo soll der Ostseekork hin? Auf den Exit. Mach drüber, Digga. Der Kork passiert irgendwo hin. Ich kann halt, wenn die um die Ecke kommen gerade im Moment, dann war's das. Ist das Tesafilm? Dieser Blick. Ja, und jetzt, ja, jetzt. Wie wird er reagieren? Ja, wir müssen jetzt gucken, ob dieser Kasten da die Busnummer ist. Habt ihr übrigens die Ähnlichkeit gesehen zwischen diesem Vogel und zwischen mir? Ich sehe es auf dem Bild, ohne Witz, ich sehe doch auch aus wie so ein Vogel, oder? Auf dem Bild. Wie so ein Storch. Oder? Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Wir müssen jetzt gucken, ob dieser Kasten da die Busnummer ist. Und wenn er die Busnummer ist, was passiert dann? Dann wird dieser Kork dahinter geschoben. Und das ist der Kork vor der Busnummer zu sehen. Da sehe ich uns. Perfekt. Ja. Hä? Ja. Hä? Moment. Ja! Wo bin ich? Hä? Ja! Hä? Ja! Mach den Kork hin! Mach den Kork hin! Endlich! Ach so! So, es ist mittlerweile 20 Uhr, 21:07 Uhr. Wir sind wieder im Hotel. Schleier und der Einzelhandelsmensch essen unten noch. Ich bin schon fertig, hab immer noch mal geduscht. Bin jetzt absoluter Touri mit der Badehose, diesen scheiß Schlappen hier und dem Hardrock-Café-Shirt, was ich gestern noch hatte. Auf das Shirt meiner Band habe ich nämlich mit eventuell Eissoße gekleckert. Ja, das Shirt meiner anderen Band ziehe ich morgen beim Flug an, weil morgen geht es ja für mich schon wieder zurück. Da ich übermorgen schon wieder, also ich fliege heute ist Mittwoch, ich fliege Donnerstag zurück, weil ich Freitag und Samstag wieder Konzerte in Deutschland spielen muss. Die Aussicht hier ist... Supportet diesen jungen Mann! Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass viele Szenen jetzt mit dem Handy gemacht wurden. Das merkt man einfach auch am Ton. Liegt daran, dass die Kamera... Ich wollte gerade sagen, hä, wo hast du denn deine gute Kamera eigentlich? Ist mir gar nicht aufgefallen, aber irgendwie gab es einen Qualitätsunterschied. Ausgefallen ist, warte, Moment. Wo ist die hingefallen? Oh, wer ist denn da? Ja, wie soll ich denn aussehen? Wir sind aus. Dieser Typ sieht mit Pony einfach so unfassbar anders aus, findet er nicht? Was? Als ob ich seit Monaten ausgeguckt wie die Scheiße, Mann. Ist ja irgendwas auf dem Boden, was ich nicht filmen darf, ne? Das kenne ich aber wirklich, ich war ja in Düsseldorf gewesen und oh, das Hotelzimmer sah genauso aus. Ich denke nicht. Hier liegen Korallen rum. Wo ist die Koralle eigentlich? Also die Deko-Koralle natürlich. So, verpackt als Maul. Ich liebe den tatsächlich, ich bin ehrlich mit euch. Die ist so Nianzi. Du hast den noch gar nicht getrunken, ne? Nee. Den Chaotic habe ich auch noch nicht getrunken, oder? Ja, willst du das schon probieren oder nicht? Ja. Oh, riecht fruchtig. Ich finde, der riecht wie der Chaos, den kennst du glaube ich gar nicht. Und der Alter ist voll zusammen. Da wirst du dich doch gerne in 20 Jahren noch dran mal dran erinnert, oder René? So ein bisschen assortig ist er. Okay. Ist übrigens mal aufgefallen, was ich für Farbe gekriegt habe? Boah. Er ist toll. Der schmeckt so trocken, so der, nein, also nicht trocken. Ich habe. Wir werden heute noch, also wir werden es auskurieren.
Und dann werden wir versuchen, auf dem Ballermann Leute anzutreffen. Für der Kork. Wir bräuchten jetzt eigentlich noch ein perfektes Foto. Also für mich? Hier aktuell zu den beiden Top-Fotos ist einmal das hier. Ja, das ist der angeschlagene Kork. Der angeschlagene Kork. Jo, ist aus, als hätte ich eine verpasst bekommen, Alter. Der Gurkenkork ist einfach eine Premium, Alter. Ich hätte auch noch eine Idee. Wenn wir die in den Souvenirshop einfach in so Postkartenständer reinstellen. Haben wir auch schon überlegt. Oh Gott! Und gucken wir nach Postkarten und sehen dann dieses Bild von mir. Die Bilder sind echt trocken, aber die sind heftig. Sind echt trocken? Das ist in Dresden entstanden hier, das Gurkenbild. Der Gurkenkork, Alter, der Gurkenkork, Junge. Ich hab kein Wasser mehr, warum ist mein Wasser alle? Der Bierguru! Perfekt, was, duschen? Ja. Das kostet extra. Effektiv. Was für ein Einzelhandel ist denn eigentlich? Ja, der Typ. Mit Nino, aber. Wer ist denn das Nino? Oh, Leo, ne. Was passiert jetzt? Hä? Was passiert jetzt? Das ist ja Ballermann. Ah. Was passiert? Das ist ein scheiß Ballermann, Alter. Da sehe ich uns. Ne, der Pony, der steht ja aber, René. Der hat quasi nichts getrunken. Warte, wie dämlich sind Habt ihr euch effektiv bis abends nur ausgerührt und gar nichts gemacht? Ja, eigentlich. Was denn? Ja, zeig ihr Bilder vom Kork. Ich spiele da so eine große Rolle in diesem Scheiß-Vlog. Das spricht zur Bände, ne? So. Jetzt hat sich den Kork angeguckt. Dieses Gurkenbild, Alter! Junge, ich bin geschrieben, was die Leute mit diesen scheiß Bildern sagen, wenn die jetzt gezeigt werden, Alter! Wir sind immer noch am Ballermann, sein. Wahrscheinlich. Das Problem ist. Wahrscheinlich so. Excuse me? Drugs? Wir haben jetzt noch keinen geeigneten Charakter gefunden, aber vor uns läuft einer. Ja, wir können uns jetzt nicht an dem festhalten, Digga, das funktioniert nicht. Das Problem ist aber, ja. Er weiß nicht genau, was er tut. Ja, doch! Use the young man drugs? Is he sick? Oh. Fuck a horror! Fuck! Oder. Why use this young boy a big. Was heißt Gurke auf Englisch? Oh nein, jetzt geht's los. Der Kork! Ach du, haben die jetzt eine Zusammenstellung gemacht? Der Kork. Das gibt's nicht! Das gibt's nicht, Alter! Jetzt haben die eine Zusammenstellung gemacht. Wie lange geht jetzt diese Scheiße, bitte? Ach so, ja gut, okay, das geht. Oh Gott, die Leute wissen aber nicht, was sie sagen, ja? Die können alle kein Deutsch. Und ich bin einfach, ich werde einfach erwähnt. Der Kork! Das kenn ich! Vor allem, die denken einfach, die haben das Übelste gesagt, so richtig, Alter, hier, weiß ich nicht, was das auf Deutsch heißt oder so. Also, ich muss erstmal einen Backflip machen, Alter. Der Kork! Der Typ ohne Übergang? Das ist der Kork. Digga, das sieht aus wie ich mit 13. Junge, das ist einfach. Was muss er denken, wenn er dieses Bild sieht? Wir werden es jetzt erfahren. Gib mir die Scheiße. Wenn er jetzt irgendwas Beleidigendes sagt, ich kann es ihm nicht verübeln. Ich kann es ihm auch nicht böse nehmen. Mal gucken, was er sagt. Das ist der Kork. Das ist der Kork. Genau. Das ist Dominik und das ist das Auto vom Hirschen. Das ist der Kork. Genau. Das ist so ein Larry, aber den würde ich jetzt gerne hier sehen. Ja, yes. Das haben wir auch gesagt. Mit dem ich bin leider, tut mir leid, ich konnte nicht mit. Ich wäre sehr gerne mit auf Malle gewesen, aber vielleicht siehst du ja dieses Video und sei gegrüßt. Junger Mann mit blondem Haar. Würde ich jetzt gerne einen reintrinken. Mit mir würdest du einen reintrinken, Alter. Ich werde wahrscheinlich komplett eskalieren mit den Leuten, irgendwie so, keine Ahnung. Ich kann eigentlich mit jedem so und da sehe ich mich. Geld hat er nicht, so sieht er nicht aus. Ja. Ey, aber ich habe ein Animal Crossing Hoodie an. Heute im Relay. Ich bin Geringverdiener. Heute im Relay. Was ist das? Ja, aber das ist safe, ein geiler Typ. Der hat eine Mütze aus Kork, das kann nur geil sein.
eine Mütze aus Kork, Alter. Es ist aber auch interessant, wie die Leute einfach auf mich reagieren, so, keine Ahnung. So wie ich auf andere wirke, so, er hat eine Kork-Cap auf. Das ist Felix. Der grüßt Felix. Warum hängen die so viel mit Felix ab, Alter? Die hängen einfach Minuten mit Felix ab. Ne? Was macht Felix da? Ah, cooler Typ. Vor allen Dingen. Grüß ihn von mir. Er sieht aus. Felix, ich grüße dich an der Stelle. Auf dem Bild hier, da sieht er aus wie ich mit 13. Ist das ein Kompliment oder? Oder ist es. Ja. Das Bild ist aber noch gar nicht so alt. Das ist dieses Jahr entstanden, glaube ich, ne? Mit meiner Augenentzündung. Ich glaube, das entstand irgendwann nach meinem Geburtstag im Februar, März, April. Da sieht er aus wie ich mit 13. Hannes, erkenn mich mit 13. Die Nase vor allen Dingen. Die, na, es ist ja, Alter. Junge. Die Leute, oh, es ist so peinlich. Oh, fertig, auch, ne? Es ist so peinlich. Ist eine Geschmück. Seh uns. Wie lange dir filmst? Felix, was haben wir? Ja. Felix wird wahrscheinlich jetzt im nächsten Video dabei sein. Gar nicht. Ja, wie lange soll das Video werden? 3 Stunden oder was? Schneiden. Ich hol mal. Nein, hör auf. Profi-Tipp. Ihr kommt jetzt mit. Wo gehen wir hin? Ich gehe hier lang, hol mir letztens scheiß Currywurst und Pommes. Ich hätte mal eine Cork-Cap hier auf. Das ist der, oh, was hat der für das ist der Typ, das ist der Typ. Guck dir den an. Guck ihn dir an mit der Gurke im Mund. Guck ihn dir an. Was ist denn? Boah, das ist auch schon hart gewesen, du Felix. Was ist er auf Kokain oder was? Ja. That's not my intention. Sieht einfach aus wie Robin. No front. Nee, oder wie heißt denn der? Oh, wie heißt denn der? Das ist auch so ein berühmter Sänger. Ein deutscher Sänger. Ah, der Typ holt sich jetzt. Der Typ holt sich jetzt erstmal eine Currywurst, bin ehrlich. Ich bin ja total introvertiert irgendwie, so ich wüsste gar nicht, wie ich auf die reagieren würde. Weil die so eine Ausstrahlung haben irgendwie. So eine. Weiß ich nicht, ich könnte damit irgendwie so mit diesem Humor, da könnte ich gar nicht umgehen, glaube ich. Das sind ja bloß Witze. Das funktioniert nicht. Er versucht hier wirklich sein Glück. Ich sehe das jetzt erst. Was? Er versucht hier wirklich sein Glück da hinten. Der neue Charakter. Der kommt. Capullo. Der Kork. Capullo. Der Kork. Moment mal. Gucken die jetzt auch Bilder von mir an? Junge, ich bin einfach... Jeder erwähnt mich, ich bin noch nicht mehr vorhanden. Der Kork, oder das Capullo? Felix! Der Kork! Oh, Spielsucht, Leute, Spielesucht. Wie spät ist es? Boah, Alter. 3.31 Uhr. Ich spiele morgen nicht Konzert. Wild, ey. Jetzt wieder morgen gelockt. Kork at Lidl. Oh, wann ist Frühstück? Oh, ich spoilere mich gerade, aber. Ja, in 4,5 Stunden bin ich ehrlich. Ich bin einfach. Entlädt Müll? Das ist eine große Nummer. Das ist wie, als wir hier ankamen. So. Um 3:30 Uhr. Renault Twingo natürlich. Ganz, ganz liebe Grüße. War es das mit dem Malle-Vlog oder kommt da noch was? Da kann durchaus noch was morgen kommen, du. Ah ja, normal, Digga, bis morgen. Oh, hier ist ein Loch. Also Sommer ist bestimmt geil, ne? Also Mallorca, aber im Winter stelle ich mir das nicht so geil vor, irgendwie kalt und... Der Sicherheitstyp unten? Da wohnen ja auch Leute, tatsächlich sogar. Vor allem Urlaub machen. Oh, diese Bilder von mir dann, ne? Ihr müsst euch mal überlegen, René hat einfach irgendwie 1 Euro oder so für mich ausgegeben. Da sehe ich mich. Für meine Bilder. Ah, nicht so gut wie der Deutsche. Hat er investiert. Hast du die Änderung schon mal?
sind wir bei Lidl in Spanien. Wer war das? Wer ist das? Wer ist diese Dame? Sind wir bei Lidl in Spanien. Der Kork. Such dir einfach keine Sau. Lol. Die Person, die dir in diesen Einkaufswagen in die Hand bekommt. Was werden die Leute sich dabei denken? An einem Lidl-Wagen. Wir haben hier den Kork. Und immer mit einer dieser Mickey-Maus-Gruppen kaufen. Der letzte Kork. Da wird dann der Kork enthalten sein. Oh nein! Nein, Alter! Wahrscheinlich irgendein Kind, Alter, und dann... Mama, was ist das? Der Kork. Ich bin jetzt einfach in irgendeinem Koffer. Perfekt. Der Käufer wird sich freuen. Guten Tag, wo geht's jetzt hin für Sie? Ja, bitte. Wo geht's jetzt für Sie hin? Nach Deutschland wieder tatsächlich, nach Leipzig. Nach Leipzig. Bananenschale. Der Kork. Wie viele Bilder habt ihr denn von mir? Der Kork, meine Damen und Herren. Oh. Der Kork kommt aus einer Hose aus. Ja, das vor allen Dingen, das ist der letzte Abschnitt, in dem ich einfach in Schleiers Hose stecke. Oder was. Oh Gott. Oh. Naja, gut, das war's mit dem Vlog. Der Hoodie kommt noch. Ich bin am Ballermann eine Berühmtheit. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und war ganz unterhaltsam. War cool, der Vlog. Ich kriege auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir. Bup. Ja. Also Leute. Was haben die Leute eigentlich kommentiert? Es ist einfach total todeslustig an der Promenade mit Felix. Pack Ahoro? Der Kork. Was ist mit dem Biergeruch? Ist das eine Frau an der Seite? Ach, das mit diesem Gurkenbild. Oh komm, der Katze. Oh, Junge. Ganz kritisch. Also, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann.